weiter im Text. Und damit willkommen zurück zu Yakuza 4, dem Spiel, wo wir eine junge Göre namens Makiko beschützen soll, die nicht ganz zu Unrecht ihrer eigenen Mutter vorwirft, ihre Träume durch sich selbst zu leben. Das passiert irgendwie gelegentlich, oder? Dass so Eltern irgendwie so hart ihre eigenen Wünsche projizieren, die sie damals nicht gekonnt haben, in ihre Kinder, dass die Kinder dann irgendwie nur als Vehikel dienen, aber die Kinder halt ganz anders aufgewachsen sind und auch andere Träume haben. Und das führt dann auch ganz gerne zu Konflikten. Ich frag mich, wie oft das klappt und der nicht so auffällt. Ja. So, dann gucken wir mal, Makiko auf Bad macht die an. Nicht, dass sie zurückkommt, oder? Ist bestimmt weggerannt. Ist sie reingefallen, oder was? Sag ich mal, Schan. Wo ist Makiko, Schan? Sie ist gerade nur auf Toilette. Ich warte hier, bis sie fertig ist, damit sich den Arsch abzuwischen. Was? Das die Toilette im Büro? Aber sie ist nicht wieder zurückgekommen. Tja, ich denke mal, sie ist weggerannt. Oh nein. Irgendwelche Trolls haben auf ihrer Fanseite gepostet, dass sie sie angreifen wollen. Du denkst einfach nicht. Alles klar, ich werde sie finden. Du erzählst es dem Job. Boss. Alles klar. Aha. Nun gut, das läuft ja super. Ich sollte wahrscheinlich mich jetzt erstes hier umschauen. Kann ich hier Leute fragen? Ein College-Student. Was waren diese Irren, die das Mädchen gejagt haben? Gerade wenn man dachte, dass die Stadt bereits sehr gefährlich ist. Ich frage mich, ob es dir gut geht. Vielleicht sollte ich die Polizei anrufen. Hey, das Mädchen, was du gesehen hast. Hast du eine schwarze Jacke getragen? Ja, denke ich schon. Das sollte Makiko sein. Hast du gesehen, wo sie hin ist? Sie ist diese Straße Richtung Shifuku-Straße gelaufen. Sollte ich die Polizei anrufen? Nein, mach dir keine Sorgen. Ich werde mich darum kümmern. Also sie war Richtung Westpark unterwegs, ja? Vielen Dank, Kind. Ja, das Problem ist aber, hier stehen die Bullen. Das heißt, ich komme hier nicht lang, wa? Ich bin ja ein toller Bodyguard, weil ich die Hälfte der Zeit nicht den Weg lang laufen kann, ne? Das macht das irgendwie wesentlich schwieriger, meiner Aufgabe nachzukommen. Hey, du da. Ich hoffe, das waren nicht schon wieder die Bullen. Nee, hier geht's ja nicht durch. Sag ich mal, sieht aber aus wie der japanische Terminator. Ja, die Haare, ne? Die sind ganz schlimm. Also diese komischen langen Haare mit diesen Mittelscheitel, die ihnen so halb ins Gesicht hängen und totale fransig sind. Das ist schon. Ja, das sieht schon extrem unipflegt aus, ne? Oder gerade auch diesen grünen Mantel, den er da anhat, ne? Das lässt ihn halt richtig wie doll wie ein Penner aussehen, nicht wahr? Das ist schon schlimm, finde ich. Das macht da schon viel mit dem Mann. Ach ja. So. So, da hinten, da sind die Typen wieder. Die sehen so aus wie Schickimicki. So, die wollen mir gleich aufs Maul hauen. Ne, warte mal, der hinten hat bestimmt eine Spur. Wer ist er denn hier? Oh Mann, was tue ich nur? Die sind in ernsthaften Schwierigkeiten. Ich sollte die Polizei rufen, aber ich möchte nicht, dass diese Wahnsinnigen mich als nächstes jagen. Hey, hast du ein Mädchen in der schwarzen Jacke hier entlang gesehen? Was? Ein Mob von wahnsinnigen Fanboys hat sie sich geschnappt. Sie haben sie hier auf den Parkplatz gezerrt. Verdammt. Dann ist diese große Geschäftsfrau reingekommen. Ist da alleine reingegangen. Anzugshose? Ja, ein echter CEO-artiger Typ. Sie ist ihnen hinterhergerannt. Das ist, warum sie angefangen hat zu schreien. Stopp! Oh Mann, das ist so schlecht. Jemand muss etwas tun, bitte, helf ihnen! Hä? Ach, da sind sie ja. Gefährlicher Stalker, entspann dich. Wir kümmern uns gut um die sexy kleine Makiko. Und warum sollten wir das auch nicht tun? Wir sind ihre größten Fans. Schlag mich so viel ihr wollt, aber fasst nicht meine Tochter an! Halt dein Maul, weil es sei denn, du willst noch mehr Klampe. Wer sind die hier reden? Du hast genug Geld damit verdient, ihren hübschen Arsch zu zeigen. Sie ist super hübsch angezogen, wenn sie auf der Bühne ist. Warum jetzt nicht? Komm schon, Baby, zeig uns mal deine Titten, die deine Mutti dir gekauft hat. Stopp, Makiko, du siehst alles, was ich habe. Ach, jetzt halt schon dein Maul, du staubige Hexe. Jetzt entspann dich und guck dir die Show an. Zeit für eine Privatsitzung mit unserer berühmten Makiko-Schan. Und wir haben alle einen All-Access-Path. Oh, das ist richtig dunkel hier, ne? Nein. Ah, da bist du ja. Wo zur Hölle bist du denn? Das Mindeste, was du tun könntest, wäre ein guter Kunde zu sein, und die wegrennen. Ich werde nicht genug bezahlt, um dir bis zum Knast zu folgen. Steh nicht einfach nur so rum, du bist mein Bodyguard, oder? Tu deinen Job. Die haben bis jetzt noch nichts getan. Also haben die bis jetzt noch nichts getan. Aber ja, habe ich keinen Grund, irgendetwas zu ihnen zu tun. Bist du blind? Sie haben sie wehgetan. Sie könnte sterben. Meine Befehle sind, dich zu beschützen, nicht, wie nennst du sie gleich, Präsident Nutzlos. Und ich arbeite nicht umsonst.
Befehle! Bist du blind und taub? Sie sind gerade dabei. Genug. Was? Du willst jemand das Hilfe? Dann schau in den Augen und frage nett. Helf uns! Ich habe das magische Wort nicht gehört. Bitte! Rette sie! Bitte rette meine Mutter! Ah, na bitte. War das denn so schwer? Gut. Gott. Nichts ärgert mich mehr als... Oh, guck mal, da oben guckt er dazu. Und ja, auch immer nur. Nichts ärgert mich mehr als irgendwelche verwöhnten Blagen, die denken, die gehört die ganze Welt. Denkst du, bist ja irgendein weißer Ritter oder was? Hau ab, Mann. Hast du nicht die kleine Lady gehört? Das ist mein Job hier. Also, tretet mal an. Ich habe ein bisschen Arschversohlen zu verteilen. Das ist, glaube ich, ein bisschen Pubertät. Dann brechen die meisten Kinder aus, wenn sie viel Druck von den Eltern bekommen. Aber was ist denn, wenn man... Meine Angst ist ja immer so ein bisschen mit Kindern, dass du hier den ganzen Vollverständnis-Move machst. Weil bei Kindern und dann halt wirklich den quasi gewissermaßen Freiheiten lässt. Dass denn halt trotzdem diese Trotzreaktion kommt. Komplett unabhängig davon. Das ist geil, dass ich den Typen verhauen kann, während ich da gegriffen werde. Ein Zederholz. Ich suche doch. Ach stimmt, jetzt weiß ich, warum ich diese andere Quest nicht weitermachen konnte, weil ich dieses dumme Holz nicht gefunden habe für die Spitzhacke. Oder vom Balkon im Falle Japans. Ja, stimmt, die Selbstmordquote ist recht dran. Nun, haut ab! Du verdammter Sohn einer Hündin! Stimmt, er hat erzählt dann heute. Mutti, geht es dir gut? Sie ist vor allen Dingen einfach mal größer, ne? Du bist sicher. Ach, gedankt sei der Gütigkeit. Makio, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich dich all das hier gebracht habe. Aber selbst seit du ein kleines Mädchen gewesen warst, habe ich dich immer weiter geschoben. Durch Lektionen auf der Bühne und jetzt in die Gefahr. Ich habe dir nie die Zeit gegeben, mein Kind zu sein. Es war mein Traum, eine große Nummer im Showbusiness zu werden, nicht deins. Ich denke, ich habe es zu sehr versucht, durch dich zu wirken. Vergeben mir. Es ist okay, ich liebe dich, Mutti. Mutti? Du hast mich so nicht mehr gesehen, seit du in der Vorschule warst. Wirklich? Ich denke, du fühlst dich gerade mal an wie eine. Vielen Dank vom Grund meines Herzens, Saijima-san. Mach dir keine Sorgen. Das ist alles normale Tageslöhner-Dings. Man möchte nicht fragen, aber hast du selber irgendwelche Kinder? Nope. Nee, ich hatte da nie irgendwie Glück. Warum? Oh, ich hatte nur gedacht, was für ein großartiger Vater du wärst. Ich werde mich daran erinnern, wie du mit meiner Tochter vorher umgegangen bist. Du warst wesentlich elterlicher, als ich es jemals war seit jemals. Oh, Mutti. Naja, schön für mich. Nimm davon, was du einfach nur kannst. Aber das, wie die Zeit läuft. Also, schnapp dir dein Taxi. Du hast dein Taxi zu kriegen. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Hier ist deine Bezahlung. Ich denke, das kann niemals zu viel sein. Vielen Dank. Du hast deinen Diamanten erhalten. Und Mutti, ich denke, ich könnte es vielleicht doch nochmal im Showbusiness versuchen für eine Weile. Es ist ja nicht alles, Sonnenschein und Kekse, aber es ist meine Arbeit. Und das ist gar nicht so schlecht, von den Fanboys einmal abgesehen. Makiko, schön zu sehen. Na denn, alles klar, geht los, oder? Ich bin mir sicher, ich kaufe eine Platte von dir, wenn sie rauskommt oder so. Was? Meine Platte? Tach, du bist einfach zu gut. Was? Ah, nichts. Aber stell sicher, dass du meine Platte kaufst, okay? Bye! Du hast 5000 XP gekriegt. So, eigentlich wollte ich zu Majima laufen, ne? Ich denke mal, es ist unvermeidlich, dass die Kinder irgendwas vertrauen, die Eltern verlieren. Oder dass man die perfekte Kopie anzüchtet. Naja, das Ding ist halt... Ich bin mir noch nicht sicher, ich sehe das halt an meinem Vater. Das ist der hat früher auch schon mal so lange Vorträge gehalten. Der hat quasi gerantet über irgendein Thema. Aber soweit ich das beurteilen kann, auch so mit... Wenn er jetzt nicht gerade irgendwie ein Computerverbot geben wollte, was irgendwie... Der hatte mal ein Jahr lang Computerverbot, ne? Weil das hat sich immer verlängert. Weil ich habe den halt immer gegen verstoßen. Weil ich hatte dann irgendwann, wo der Rechner konfisziert... Wurde 4 Wochen Computerverbot gekriegt, dann hat er dann irgendwann mal meinen Rechner konfisziert. Ich hatte aber auch lächerlicherweise nur eine einzige Stunde am Tag. Das war ein bisschen wenig, ne? Na, ich hatte mal heimlich gezockt. Und das war ein bisschen dumm. Weil ja, ich habe halt auf dem Dorf gewohnt, wo ich nichts zu tun hier habe. Da hast du halt eine Stunde Computer und da war halt ein bisschen dumm. Weil ich gab halt absolut nichts zu tun sonst, ne? Noch ein scheiß Taurina, ich will die nicht, verdammt. Und das hat sich auch mal verlängert. Das Computerverbot immer weg, dann heimlich gezockt habe, weil ich den Rechner wieder reingeschleppt. Immer hat mich der Protokoll vom Virenscanner hat mich gefickt. Ah, das war dumm.
Ich habe übrigens, das ist übrigens auch so ein Ding, ne? Das, man sagt doch immer, dass aus den Ländern, wo die Schüler noch richtig bestraft werden, also mit Schlägen, wenn sie beim Schummeln erwischt werden, das sind die Länder, wo nicht weniger schummeln, sondern die besten Schummler überhaupt sind, weil die halt durch Schmerz gelernt haben. Und ich bin hinterher auch richtig gut darin geworden, meinen Computer so zu, verdammt, wie komme ich denn jetzt da hin? Ich muss jetzt wieder übel weit rennen, ne? Das so hinzukriegen, dass mein Computer unberührt aussah. Wurde ja auch oft nicht erwischt, wenn ich mich gezockt habe, damals. Zurück zu meinem Vater. Der hat früher mal so lange Ranz erzählt, weiß ich nicht, über irgendwie so sozialpolitisch und so Zeug. Mal jetzt von mir wieder abgesehen, war das sein Thema gerade. Und das fand ich halt früher irgendwie so noch akzeptabel. Also das hat irgendwie noch Sinn ergeben. Ich weiß nicht, also jetzt frage ich mich ja mittlerweile, ob er weiter abgedriftet ist. Also er ist jetzt weit weg vom Querdenken noch entfernt. Ist aber auch witzig. Das ist neulich, hatte ich zu Weihnachten mit ihm telefoniert. Da hätte ich schon mal erzählt, die Story. Er hat irgendwie, also er ist geimpft. Aber er hat irgendwie angezweifelt, na, wenn das mal hilft. Also weißt du, er war halt Zweiflerin, das hilft. Aber er war nicht prinzipiell nicht gegen. Aber er zweifelt irgendwie an der Technologie. Und das ist eine neue Eigenschaft, dass er halt, weil er war früher wesentlich technikinteressierter. Und jetzt ist er halt irgendwie, jetzt zweifelt er die Tech an. Aber er hat sich anscheinend noch nicht die Mühe gemacht, sich durchzulesen, wie es funktioniert. Weil das mRNA-Zeug ist voll geil eigentlich. Also von der reinen Funktion, die dahinter steht. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte, eine Itembox. Ich wollte eigentlich mehr Dingszeug holen. Naja, und auf jeden Fall, das macht mir halt auch so ein bisschen Sorgen, so eine Geschichte, ne? Da wisst ihr halt auch nicht, ob der früher auch schon irgendwie Quatsch erzählt hat, man es bloß nicht selber gemerkt hat, oder ob er halt irgendwie jetzt mit den älter wären. Und vor allen Dingen sind ja auch immer die Männer, die abdriften. Oh, jetzt sind die Selfhaus voll. Ich weiß noch, im letzten Jahr habe ich so eine Familie gesehen, da war der Familienvater, der hatte richtig wie so ein Prediger, hatte hinten auf seinen Rucksack so A4-Blätter drauf geklebt, mit hier, Corona ist eine Lüge, bawab, die imperialistische blababab. Und richtig krass. Und daneben stand halt irgendwie die Mutter und zwei Kinder, und die haben halt so richtig bedröppelt aus, die sind mit, naja, der Mann macht jetzt halt hier. Und ich weiß nicht, was da zu Hause abgeht, weil die sahen nicht so aus, als wären die so da d'accord mit der ganzen Geschichte. Und das muss auch richtig komisch sein. Dann sind aber halt auch immer die Männer, die durchdrehen. Und da mache ich mir halt echt Sorgen, was ist mit einem selbst? Ist das irgendwie so mit 35 oder mit 40? Wachst du irgendwann morgens auf und dann... Warte mal, hier ist doch auch ein Zugang zu sein. Ich muss mir ja nicht so viel Mühe machen. Wachst du da irgendwann morgens auf und dann warst du das oder was? Dann denkst du nicht mehr kritisch, sondern und dann liest du Bild oder wie läuft das? Da hat richtig Angst vor, ne? Vor so einer Story. War das jetzt kohärent? Ich habe mit Kindern angefangen, ne? Ja, genau. Dass die ja irgendwann revoltieren. Oder ist das halt meine fortgesetzte Revolution gegen meinen Vater? In meinem Fall. Na ja, Judy. So, Hauptquest. Ich wache auch immer morgens auf und denke mir, das war. Ich habe heute bis um 11 gepennt. Also, ich habe gerade Urlaub, aber ich habe heute bis um 11 gepennt. Mal ging ja nicht. Mein Wecker war um 9 Uhr. 9 Uhr, der hat halt erstmal geklingelt. Ich dachte, oh nee, die überhaupt nicht, kann ich aufstehen. Dann habe ich noch manuell weitergestellt auf 9.30 Uhr. Die ging auch nicht. Dann habe ich wirklich bis um 11 durchgesnoost oder bis 10.50 Uhr oder so. Keine Ahnung, weiter. Ich bin heute nicht aus dem Bett gekommen. Da dachte ich mir auch so, ich habe überhaupt keinen Bock. Ich war so müde. Und ich bin gestern echt zeitig ins Bett gegangen. Also es war nicht mal um eins. Also richtig früh ins Bett. Weißt du? Oh, keine Ahnung. So. Zurück zum Thema. Wir machen die Hauptquest. Und, warte mal, ist die andere Nebenquest eigentlich erledigt? Das soll ich vielleicht vorher nochmal sicherstellen. Okay, haben wir. Okay, wir haben 13 von 13. Sag ich mal. Wir wissen nicht, ob es mehr gibt, aber das kriegen wir noch raus. So, reden wir erstmal mit Kiddo. Möchtest du ein paar Sätze fangen, bevor du ins Dunkel gehst, Saiju Masan? Alles klar. Was meint er mit Sets? Ja, ich denke, ich werde mich ein bisschen zurücklehnen. Ach so, schlafen. Klingt doch gut. Ich gucke mir die beste Route an, wie wir am besten zum Millennium Tor kommen in der Zwischenzeit. Bist du sicher, dass du gehen möchtest? Ja, es ist Zeit, das hier endlich zu bereinigen, was damals 1985 passiert ist. 25 Jahre ist eine echt lange Wartezeit, Mann. Das sagst du mir, Kind. Es gibt nur ein einziges Problem. Die Straßen werden voller Cops sein. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir zum Millennium Tower einen Übergrund schaffen. Dann wie kommen wir hin? Gehe zur Nordseite, zum nördlichen Ausgang. Dann geh in den Untergrund, unten in den Millennium-Turm. Dann kommst du im Shifuku-Parking-Lot raus. Als nächstes gehst du zum Dach der Pink Alley. Und dann gehst du ein bisschen südlich, wo du wieder auf dem Boden ankommst. Nach dann gehst du zu einem Rahmenladen. Und dann gehst du durch einen weiteren Keller, durch den zentralen Abwasserkanal, bis du in einen... vor dem Millennium-Turm raus. Klingt ziemlich kompliziert, aber ich denke, ich hab's verstanden. Okay, dann alles wird gut, wenn du lange die Cops verweist. Sorry, Mann, ich wünschte, ich könnte dir mehr helfen. Ach, mal, du hast mehr genug getan. Vielen Dank für deine Hilfe, Kiddo. Oh. Saijima-san! Nein.
最後に俺に一つ教えてください。冴島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか。お前も今からなんやでかいことでもしでかそうと思ってんのか。それで迷ってんねやろ。後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。そやけど、親父のために無所に入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道っていう生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道っちゅう生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。冴島さん、25年前もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来た時は腹くくって勝負せえ。後悔する生き方だけはするんやないで。はい、頑張るんやで。ほなな。Also, kurze Zusammenfassung. Prinzipiell hat Kido noch gefragt, ob Saejima das alles bereut, was er getan hat. Und er hat angefangen mit, na, warum fragst du denn so? Ah, ich muss es einfach nur wissen. Naja, du planst doch selber was Großes. Also, Olle Kido hat anscheinend auch noch was vor, wahrscheinlich irgendwie Rache oder keine Ahnung was. Und dann hat Olle Saejima so einen langen Rand gegangen, hat er gesagt, naja, er bereut die Tat an sich nicht, aber er bereut jedes einzelne Leben, was er genommen hat. Und das hat er wirklich wünscht, hat er nicht gemacht, aber es war halt notwendig. Und dann hat er gesagt, das ist halt, er hat, meine Kiddo, du bist aber so stark. Und er sagt, nein, das ist keine Stärke. Ich und mein, das ist halt das Leben, was wir gewählt haben, und da muss man voll durchziehen. Und dann hat er halt wieder angefangen mit, naja, wenn halt, wenn dann die Zeit kommt, dann musst du halt durchziehen. Da kannst du nicht zurückweichen. Wenn die Zeit ist, dann musst du halt machen. Gibt quasi kein Zurück. Das ist seine Argumentation. Wenn du immer bei bist, musst du tun. Und das ist halt mehr oder weniger, was er jetzt hier gesagt hat. Also das ist halt, das ist alles, was ihn bewegt ist, anscheinend, dass man Sachen einfach zu Ende bringen muss. Also quasi der gleiche Grund, warum ich hier diese großen Videos mache, weil ich Sachen zu Ende machen möchte. Nur, weil ich eigentlich nicht vorhab, Leute umzubringen. Ja. Nun gut. Okay, gut, ich weiß, wo ich lang muss. Tatsächlich. Ich habe so eine ungefähre Vorstellung, die Strecke. Also wo dann übers Dach geht, bin ich dann nicht mehr so drin, aber... Das wird mir das Spiel bestimmt noch oft noch zeigen, wo ich lang muss. So, unabhängig davon allerdings. Noch nicht. Achso, ja, sein anderer Kernpunkt der Philosophie war noch, dass er es, entweder, wenn die Zeit gekommen ist, entweder machst du es richtig groß oder ja nicht. Oder sollst du durchziehen, Kiddo-Schaden. Dann hat er gesagt, ja, mach mal. Ja. So, ich soll mich nicht von den Kopf sehen lassen. Ich sollte besser mich im Untergrund oder den Dächern aufhalten. Die Route, die mir Kiddo-Schaden erzählt hat, ist wahrscheinlich meine beste Wette. Solange ich mich aus den Augen der Jungs im Blau halten kann. It's game over. If you're spotted, meaning all is all progress since you last saved. Tread carefully. Jo. Schön. Machen wir beim nächsten Mal.